Hallo und herzlich willkommen zurück in Bella Italia in Pompeji. Und ich bin natürlich nicht alleine. In Pompeji muss der Mitaro dabei sein. Natürlich, ich bin auch wieder dabei. Schön. Ja, waren schon lange nicht mehr hier, ne? Schon lange, ja, stimmt. Also ich muss ja sagen, wir haben schon lange nicht mehr aufgenommen. Es ist wirklich lange her, ja. Ja, wir haben echt viel vorbereitet und jetzt wird es wieder ein bisschen knapp und jetzt müssen wir wieder ran. Aber ja. Ja, wir haben, schön. Wir hatten recht viel vorproduziert und dann kam der ganze Planet Coaster 2 und Gamescom-Spaß. Ich glaube tatsächlich, die letzte Folge, die wir aufgenommen hatten, war noch vor der ersten Gameplay-Demo. Ja. Wenn ich mich recht entsinne, das ist echt schon ein bisschen her. Aber es ist schön, wieder hier zu sein. Es ist auch schön, dass du dabei bist. Ich habe absolut keine Ahnung, worum es in der Folge geht. Ich habe sie genauso lange nicht mehr gesehen wie du. Ja, wir bauen den Vulkan. Es sieht so aus, ja. Sieht so aus. Also wir sind zumindest in Pompeji. Da war ja schon mal das richtig, das ist doch gut. Das ist richtig. Aber jetzt geht es mit Getriggere los hier jetzt mit den ganzen Erdrutsch und so. Ja, dann wird das eine wahnsinnig spannende Folge. Ich glaube tatsächlich, das Triggern habe ich immer so zwischendurch mal gemacht. Ich glaube, ich habe keine ganze Folge nur fürs Triggern aufgewandt. Aber das finden wir jetzt in den nächsten Minuten raus, würde ich sagen. Denke ich auch. Ich habe übrigens auch mal alle Folgen vorbereitet, die noch fehlen. Also wo wir noch rüberquatschen müssen. Wann sind jetzt alle die hochgeladen? Also für uns privat? Genau, es sind jetzt alle online. Wir müssen halt noch über die letzten rüberquatschen. Aber es fehlen nur noch, also in Anführungszeichen, nur noch 10 Folgen. Krass. Dann ist der ganze Park fertig. Ja, aber das schon erschwert mal. Wir werden den Park sowieso früher hochladen, ne? Oh, jetzt hab's gespoilert. Oh Gott, nein! Oh, Das darf doch keiner wissen hier. Ach, noch nicht? Oh, shit. Ihr habt das nicht gehört, okay? Okay. Ist nicht passiert. Der Review kommt später. Irgendwann. Du bist mir einer, ey. Sorry. Ja, da quatschen wir uns da mit Dennis ab. Wir denken uns einen Termin aus, wann das Sinn macht. Und jetzt wirft er jetzt einfach eine erstbeste Folge raus. Naja, gut, was soll's. Jetzt ist es halt so. Ja, hab ich wieder vergessen. Never mind. Ja, also, wir sprechen da später im Detail drüber, sagen wir mal so, okay? Okay. Das ist vielleicht ein Kompromiss. Das ist vielleicht, genau, im Detail sprechen wir es ab. Ja. Für jetzt ist erstmal relevant, dass das raus, egal. Ah, hier wird nichts rausgeschnitten, das ist alles live. Ja, also, willst du Schneiden vermeiden, ja? Haben ja alle viel zu tun, ne? Die letzten 10 Folgen heißt auch, dass da noch ein bisschen was vorbereitet werden möchte, ne? Das stimmt wohl. Ja. Genau, das heißt jetzt, wir sind in einem Endspurt von Bella Italia. Mhm. Aber wir sind noch gar nicht fertig mit dem Park und der wird auch gar nicht so schnell hochgeladen. Wir müssen ja noch was machen. Ja, ein bisschen was ist noch zu tun. Also, ist jetzt nicht so, dass der Park fertig ist, nur weil die Folgen alle für uns jetzt online sind. Es gibt überall noch so Kleinzeug, das gemacht werden möchte. Wobei, ich hab gar nicht gespoilert. Wir haben schon immer gesagt, dass wir den Park früher hochladen wegen Planet Coaster 2, dass als jemand das gucken soll. Ja? Ja, gut, das. Okay, dann nehme ich alles zurück. Es ist zu lang her, ich weiß das doch nicht mehr. Ja, einfach komm. Also, ist eine reine, kann das sein, dass das eine reine Trigger-Folge ist? Ich hoffe nicht. Weil das sieht sehr danach aus. Schon so ein bisschen, ne? Es ist alles so lang her. Ich weiß, hab wirklich gar keinen Plan, was passiert ist. Oh, jetzt geht's los. Oh, guck mal, da sind die Zahlen. Oh, jetzt geht's. Oh ja, das ist spaßig, ne? Und da wäre ich schon geil, wenn das ne, mit den Timeline, ne? Du kannst dich schön verschieben. Wäre viel einfacher. Ja, Timeline wäre sehr, sehr viel einfacher. Ich meine, es kommt ja auch. Das ist ja auch toll. Deswegen spreche ich es ja gerade an. Das ist toll. Ja, finde ich gut. Ich freue mich drauf. Also gerade, wenn man irgendwie, also zum Beispiel ein Vulkan, der hat ja immer irgendwelche Animatronics drin. Also sonst wäre es auch ein bisschen langweilig als Vulkan, ne? Ein bisschen. Ja, ich habe auf jeden Fall da ein bisschen gestruggelt mit. Aber ich habe es mir auch ein bisschen zu schwer gemacht. Weil, wenn ich mich recht entsinne, dann hätte es auch einfach sehr viel weniger Trigger hätten es auch getan, weil das ist nur so eine Millisekunde oder so während der Fahrt, wo du gar nicht richtig wahrnimmst, was da passiert.
Ja. Da hätte ich es auch nicht triggern müssen. Da hätte ich einfach sagen können, er geht alle zur selben Zeit hoch und gut ist. Und ich habe auch ein bisschen zu weit diesen ganzen Lavastrom gemacht. Der geht ja so, der geht so Stück für Stück, fängt der an, ja, aufzublühen, sag ich mal. während man da halt runter saust. Und ich habe es halt ein bisschen weiter in den Tunnel reingemacht, als es eigentlich nötig gewesen wäre. Es sind sowieso alle Tunnel, die hier in Pompeji sind, als unterirdisch ist miteinander verbunden. Also es ist doch so ein mega unnötiges Detail, aber alles, was hier unterirdisch ist, ist miteinander verknüpft und man kann theoretisch auch unterirdisch diesen Bereich erkunden. Ja, ist gut, dass du es sagst, sonst würde niemand gucken. Ja, das ist auch nicht zu sehen, das ist leer. Naja, gut, sie ist Lava. Auch nicht durchgehend. Ich habe irgendwann auch aufgehört. Irgendwann bricht es einfach ab. Ich war bei dem Bereich nicht ganz so verrückt wie bei Venedig. Ja, das ist auch gut so. Ich denke auch, der Bereich ist ja, also der ging auf jeden Fall sehr viel schneller zu bauen auch. Das war ja auch das Ziel, dass das nicht so viel wird wie in Venedig. Und gerade mit dem ganzen Landschaftszeug, ne, ist es ja auch einfach, geht einfach schneller zu machen. Und dadurch, dass ich halt Ruinen bauen konnte, war ich jetzt sowieso ein bisschen schneller mit allem, was gebäudeartig war. Weiß ich nicht, ich finde es einfacher, Ruinen zu bauen. Ja klar, das ist schon so. Muss ich jetzt nicht unbedingt viel Mühe geben. Ja, du kannst ja nichts falsch machen, ne? Ja, eben. Wenn du das dann auch kombinierst mit der ganzen Natur und so, dann hast du halt recht schnell schickes Gesamtbild. Du kannst halt nichts Falsches dran machen. Das ist halt alles gut, so wie es ist. Du kannst dir maximal Gedanken machen, wie hätte es zerfallen können. Ja. Aber selbst wenn das nicht passt, dann kann ja mal ein Windstoß gewesen sein oder ein Erdrutsch oder was weiß ich was. Oder ein ganzer Vulkan ist ausgebrochen. Ah ja, stimmt, ja, das wäre. Das passiert nicht allzu oft, aber hin und wieder bricht auch mal irgendwo ein Vulkan aus. Ja, wobei jetzt in dem Bereich passiert das halt recht regelmäßig, dass der ausbricht. Stimmt, ja, bei jeder Fahrt. Ja, ich könnte sogar sein, dass er zweimal ausbricht. Stimmt, ja, nee. Doch. Einmal, wenn er also runterfährt und einmal, wenn du hinten auf der Ecke bist, wo er nochmal ausbricht. Ja, genau. Also wenn du runterfährst, bricht er halt von außen nicht aus, sondern nur innen. Also es ist eigentlich kein richtiger Ausbruch. Und wenn du zurückfährst über die Blockbremse, dann siehst du ja, wie er ausbricht. Ja. Aber es gibt noch einen zweiten Vulkan, der ausbricht während der Fahrt. Okay. Aber der ist klein, der ist auch nicht so. Ja. Also. Und theoretisch hast du auch diese Risse im Boden, wo auch Lava rausspringt. Ja, das war mein nächster Gedanke, ja. Ich weiß nicht, ab wann das als Vulkan gilt. Weiß ich nicht. Ich meine, ich glaube, technisch gesehen ist das ja alles ein Vulkan, dieses ganze Konstrukt, weil das ja auch alles unterirdisch verbunden ist. Ja, ist ein Vulkan. Ich habe mir das generell bei Pompeji so gehandhabt, dass ich jetzt, ich habe das Ganze so phasenweise gebaut, ein bisschen wie so ein Drucker. Von ein bisschen etwas immer so ein bisschen. Ja, ich bin immer von links nach rechts durchgegangen, hab immer so bereichsweise fertig gebaut. Das heißt, der Vulkanpart hier ist jetzt fertig und dann gucke ich, was rechts daneben ist, baue den Part fertig, gehe ein Stück rechts weiter, baue das Stückchen fertig, bis irgendwann halt der ganze Bereich fertig ist. Ich habe nicht überall mal gebaut, sondern immer so wie so Linien irgendwie. Das war ganz praktisch, um das irgendwie in die Folgen zu packen. Ja, gerade die letzten Folgen sind so ähnlich wie in Venedig halt auch, ne, dass ich einfach mehrere Folgen in eine gepackt habe, damit das halt ein bisschen schneller vorwärts geht, weil wir haben ja so einen gewissen Zeitdruck. Ja. Haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Also in den Pompeji- und in den Venedig-Folgen passiert noch eine Menge. Auch der Großteil der letzten 10 Folgen sind Pompeji- und Venedig-Folgen. Na gut, wir haben ja noch die kleinen Mini-Park-Touren da, die Bereiche, die wir nicht aufgenommen haben, ne? Die haben wir auch noch. Stimmt, ja, die habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Ja, dann sind ein paar mehr als 10 Folgen. Genau, die habe ich mit dem Bluefire gemacht. AKA Dennis. Ja, mit dem habe ich das ja gemacht. Stimmt. Ja, wo kommt die eigentlich? Gute Frage. Das hat er aufgenommen. Er müsste es hochladen. Ja, okay. Eins nach dem anderen. Wir müssen erstmal jetzt wieder ein bisschen hinterherkommen mit den Aufnahmen. Wir haben es vorproduziert und haben uns dann so zurückgelehnt über die ganze Zeit. Das stimmt. Und jetzt haben wir für diese Woche nichts mehr. Wir produzieren ständig vor und sagen dann, ey, diesmal machen wir jetzt nicht Pause, sondern machen weiter. Wir machen diesmal hauen wir wirklich alle durch. Jetzt hauen wir alles durch und vier Videos müssen immer mindestens im Puffer sein. Ja, scheiße. Irgendwie klappt das nie. Sobald mal irgendwie die Chance ist, sich mal zurückzulehnen und ein bisschen zu entspannen, ne, wird das sofort gemacht. Ja, das wird auch genutzt. Das, ja. War's wieder im Puffer? Ach, ja, dann haben wir noch Zeit. Ja, dann kann man auch was anderes machen. Das ist ja genau. Gar kein Thema. Dann zocken wir irgendwas anderes und dann auf einmal so, oh, da fehlen ja noch ein paar Videos. Und dann geht's wieder los mit der Hektik.
Es ist wirklich immer dasselbe mit uns, ne? Ja, ist richtig schlimm. Also richtig, so Vorzeige-YouTuber sind wir ja gar nicht, ey. Nee, ich glaube, davon sind wir weit weg. Oh, ja, ja. Aber ich meine, zumindest kriegen wir es am Ende ja irgendwie hin, dass die Folgen immer rauskommen. Das stimmt. Wir haben letztes Jahr mal ja jeden Sonntag eins hochgeladen. Irgendwie. Ja, also, wenn das jetzt gut läuft, schafft man das dieses Jahr auch. Wir sind ja auch einen ganz guten Weg, mehr als eins jede Woche hochzuladen. Also gerade die Planet Coaster 2 Sachen sind ja... die wollen ja immer aktuell, akut abgehandelt werden. Da ist nichts mit zurücklehnen. Ja, das stimmt. Da ruft die Arbeit. Ja. Das ist auch irgendwie der Grund, warum wir jetzt im Moment oft mehr als ein Video die Woche haben. Also gewöhnt euch nicht dran. Kann ja auch nicht immer machen. Ich habe es halt auch schon einmal ausfallen lassen. Aber wenn nicht genug Infos da sind, dann lohnt es sich auch nicht, weil diese Videos echt aufwendig sind. Ja, das stimmt. Und ich denke, es ist auch in Ordnung, wenn es halt nicht so viel News gibt. Ja, ich meine, der nächste Deep Dive, der dauert ja noch ein bisschen. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass da dann wieder was kommen dürfte. Bei den Deep Dives ist ja eigentlich immer irgendwas dabei. Ja. Na gut, sagte ich. Und das eine Video ist ausgefallen, das war ein Deep Dive. Naja. In der Theorie, da kommt bestimmt irgendwas Tolles. Ja, ich bin auch mehr als begeistert davon. Ja. Wird ein großartiges Spiel. Natürlich gibt es jetzt im Moment Achterbahnen, die wir schon alle kennen vom ersten Teil, aber ich denke mal, da werden auch noch viele andere kommen. Es aktuell sind es 35. Das siehst du. Das sind schon mehr als im ersten Teil. Das ist schon sehr ordentlich, ja. Das ist echt viel, ja. Ich glaube, wir haben sie noch gar nicht alle gesehen, oder? Nee, haben wir noch gar nicht. Ich meine, ich habe irgendwo eine Liste gesehen, wo das aufgezählt wurde, welche Achterbahntypen das alle sind und welche Fake-Herstellernamen das alles sind, die da dazukommen. Da sind noch ein paar neue dazugekommen. Ach, sind noch ein paar neue? Okay. Ja. Das war eine von diesen kleinen Infos, die ich noch rausgekriegt hatte nach dem letzten Deep Dive. Aber das hat halt nicht gereicht, um einen eigenen Part zu machen. Ich kann ja jetzt schlecht so ein 10-Sekunden-Video machen. Hey Leute, hier übrigens gibt neue Achterbahntypen. Geil, tschüss. Und tschüss. So, aber das Video ist auch zu Ende. Ja, ne? Apropos tschüss. Ja, also. Apropos tschüss, ja, genau. Ja, es ging jetzt echt flott von der Hand. Ich habe das Ende kaum mitbekommen. Aber ich hoffe, es war ein gutes Ende. Ja, ich hoffe auch. Ja, hoffentlich hat ihr Spaß. Ja, wie gesagt, unsere Videos sind eh Podcast, also deswegen ist ja... Ja, eigentlich quatschen wir einfach nur irgendwas. Ja, es ist wirklich so, ja. Ja, aber ist doch schön. Denke ich auch. Gut, und wenn ihr das auch euch weiter anhören wollt, dann abonniert den Kanal und seid nächste Woche wieder dabei, wenn der nächste Podcast von uns kommt. Genau. Also bis dahin, mach's gut und tschüss. Ciao. Willkommen auf Seven Sense mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gamingfeuer, immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt hoch hinauf in Planet Coasters Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von uns.